Moin Moin und willkommen zurück hier auf meinem Kanal zu einer weiteren Folge Tunic. Tja, in der letzten Folge hat mich einfach mal meine Tonspur verlassen. Ich weiß auch nicht wieso, die war einfach nicht dabei. Ich habe keine Ahnung, warum das so passiert ist. Tat mir auch echt leid, auch für die, die es gerne angeschaut haben. Ja, so ist das. Passiert, können wir nichts mehr machen. So, wie ihr gesehen habt, haben wir aber den Boss im Garten gefunden. Und den könnten wir natürlich jetzt nochmal angreifen. Ich gucke nur gerade, ob ich vielleicht noch irgendwo irgendwie stärker werden könnte. Ich weiß also nicht, ob das geht. Oder ob wir auch schon alles irgendwie erwischt haben hier. Oh, guck mal, erstmal den hier nehmen. So. Ich weiß nicht, ob wir alles erforscht haben hier schon. Vielleicht findet man ja noch ein paar mehr Sachen. Obwohl. Oh, die hatten wir schon, ne? Ne, hier ist ja. Hier waren wir ja auch schon. Genau, das ist von den Krokodilen. Da waren wir nicht wieder längs. Da bin ich auch nicht wieder längs. Das waren einfach nur. Also diese Fliegedinger sind echt nervig. Kann man hier längs gehen? Gibt es da noch irgendwas? Das ist eine Kiste. Die Kiste will ich haben. Aber wie komme ich da hin, ist die Frage. Unten durch den Tunnel wahrscheinlich. Ah. Das ist immer schwierig, wenn ich. Das ist ein bisschen nervig, dass man da nichts machen kann. Kann man hier runtergehen? Nee, kann man nicht. Okay. Aber ich glaube, man muss ja alles mal durchgucken, weil vielleicht hat man ja auch irgendwas übersehen. Ich gehe mal hier durch. Ob da irgendwas ist. Okay, den können wir auch vielleicht mal besiegen. Ah, hier auf der Brücke. Ah, guck mal. Ah, jetzt ist er natürlich im Weg. Achso, blocken kann man einfach ganz gut. Guck, können wir hier. Vielleicht finden wir hier noch ein bisschen irgendeine Heilmittelflasche oder so. Jetzt müssen wir mal das Gold ein hier. Dafür wollen wir uns ja später wieder was kaufen. Und 25. Hier, ist das eine Höhle oder kann man da irgendwo hingehen? Kann man hier reingehen? Was ist das? Okay. Ist das ein Dolch oder ein Amulett oder was? Ja. Was war das? Hier. Können wir als Waffe einsetzen. Machen wir mal hier rauf. Und das setzen wir dahin. Was ist denn das? Warum? Was ist denn das? Was ist passiert, wenn ich da drücke? Wow! Das ist ein. Oh, das müssen wir mal einsetzen bei irgendwelchen Gegnern. Testen wir mal. Na lala. So ein Eiszauber oder sowas. Der kann uns natürlich auch beim Boss helfen. Pass auf, wir testen aber bei dem hier. Aber den testen wir es nicht. Kommen doch hier diese beiden Bosse, die beiden Dinger da, ne? Guck mal, ist eingefroren, dann kann ich ihn vernichten schlagen. Okay, aber jetzt können wir trotzdem nicht zu dem hingehen, weil jetzt müssen wir uns ja erstmal. Jetzt müssen wir erstmal unser. Jetzt muss ich jetzt mal wieder mich heilen. Das war ja richtig dumm von mir. Aber hier hinten war das Heilteil, ne? Genau. Wir heilen nochmal und dann gehen wir auf den Boss zu. Ich hoffe, dass dieses Mana-Zeug auch aufgeladen wird. Ich denke schon, ne? So, jetzt wo wir Magie haben, lass uns doch die Magie mal testen gegen den Typen. Vielleicht gegen diesen Boss. So, nur hier mal schnell. Hier sind noch zwei Gegner, da müssen wir dran vorbeirennen wieder. Hui! Okay, wir haben ja jetzt dieses Eis, was wir da haben. Vielleicht können wir das ja wirklich nutzen, um ihn da so ein bisschen fertig zu machen. Ich weiß es nicht, wir testen es mal. Gucken wir, ob wir uns auch irgendwo gestorben sind hier. Guck mal, da sind wir gestorben. Da sind wir rein. Macht er natürlich auf. Okay. Oh.
Da kriegst du ein paar von mir. Oh. Achso, das war das. Okay. Ich könnte so ein Eis machen. Machen wir jetzt. Da. Los, komm. Gib ihm. Da, du Affe. Also schwierig war der jetzt gar nicht. Der hat ja immer die gleichen Sachen gemacht. Aber können wir hier was aufsammeln? Je, ich will sein Schwert haben. Ne, es geht nicht. Okay. Passiert irgendwas noch? Ne, aber wir können jetzt hier durch. Ne? Konnten wir vorhin nicht. Gucken wir doch mal, wo es uns hinführt. Jedenfalls mal zu einer Kiste. Und nicht gerade wenig, 200 Münzen. Perfekt. Können wir hier mal ein paar Upgrades machen, wenn wir welche noch finden. Das war nicht schlecht, oder? Fand ich ganz gut. So, lass mal hier links gehen. Hoch. Okay. Hoch. Komm hier runter? Nee, da steht so ein anderer Typ. Westglockenturm. Ah, jetzt können wir die Glocke läuten. Perfekt für uns. Achtung. Besser geht's doch gar nicht. Oder was sagt ihr? Gut, die läutet. Das heißt, wir können runtergehen. Mehr müssen wir hier ja nicht machen, ne? So, jetzt haben wir unsere Aufgaben doch erfüllt, oder bin ich jetzt verkehrt? Boss, versperrt den Weg zum Block und dann werde ich töten. Okay, haben wir getötet. Oberwelt. Unser Auftrag war doch nur, diese Glocken zu läuten, oder bin ich jetzt verkehrt? Da, Westgarten. Ja. Haben wir geläutet. Mal gucken, ob wir hier noch irgendwas finden. Wir müssen auf jeden Fall noch eine Stelle finden, wo wir speichern können. Eine super Frucht. Guck mal. Perfekt. Das haben wir jetzt alles schon wieder erreicht. Und was machen wir jetzt? Sollen wir hier nochmal reingehen jetzt? Das war dieser Händler hier, ne? War das nicht der Händler? Weiß nicht, ob wir da hin sollen, aber steht ja Fragezeichen auf diesem Plan hier. Steht ja Westgarten und dann Fragezeichen. Gut. Da kommt er wieder. Okay, was können wir denn kaufen? Noch ein Dings, noch eine Münze? Was ist das denn? Weiß ich nicht. 1000 haben wir nicht. Was ist das für eine Münze? Was kann die denn? 999 können wir nicht. Das Kraut kaufen wir einfach mal, wofür auch immer das gut ist. Ja, 3 Stück. Okay. Aber mehr können wir nicht kaufen bei ihm. Aber schade, ich hätte gerne so ein Fläschchen gekauft. Obwohl, ich kann ja ein paar von diesen Krügen mal zerschmettern. Die geben ja auch Münzen. Pass mal auf. Wir haben hier so ein paar auf Tasche. Da. Testen wir mal. Ah, ist ja nicht so viel, ne? Okay, das haut uns jetzt nicht vom Hocker. Was kann denn diese Münze, frage ich mich. Wofür ist denn die Münze gedacht? Stand nicht auch irgendwo in unserem Plan drin, wofür die Münzen waren?
Alter. Goldmünze. Puh, keine Ahnung, wofür die ist. Sollen wir die einfach mal benutzen? Wir benutzen die einfach mal. Nein, raus da. So. Krass. Okay. Das war krass. Hat er die wirklich mal in die Luft geschwungen einfach, oder? Habt ihr das gesehen? So, wir müssen einmal speichern hier hinten. Ich weiß, hier hinten war eine Speicherstelle, ne? Genau. Können wir irgendwas noch... Ne, können wir nicht. Wir haben nichts davon gesammelt. Das hätte ich uns gerne etwas stärker gemacht. Okay. Hier oben, können wir da oben nichts machen? Ich weiß nicht, was wir machen sollen, das ist das Problem. Ist ja für immer versiegelt, ne? Ne, es geht auf. Ach so, ach, weil wir das jetzt die Glocken geläutet haben, können wir da wieder rein. Okay. Gut zu wissen. Drei. Huch. Ist ja jetzt was anderes, ne? Vorher sah es auch anders aus hier, oder bin ich jetzt... Wer gerade? Es sah auf jeden Fall anders aus. So sah es vorhin nicht aus. Na gut. Hä? Hier brauchen wir ein rotes Emblem, um da was reinzulegen. Und hier ein blaues Emblem. Ja, okay, dann brauchen wir hier wahrscheinlich das gelbe oder was ist das? Ja, grüne, okay. Haben wir nicht, aber wir können hier durchgehen. Da sind wir leider. Okay. Achso, ich komme unten raus. Okay. Gucken, was das ist. Drei Sekunden. A drücken davor. Okay. Wenn wir diesen Kasten nochmal finden, drücken wir 3 Sekunden A davor. Was machen wir? Wo lang können wir hier links gehen? Mehr irgendwo hin? Nee. Wie geht's raus? Ah, okay, sind wir da. Gut, dann gehen wir hier links. Das Gute ist, dass man von diesen Kanten nicht runterfallen können, kann. Das wäre richtig fatal. Guck mal hier kurz auf das Ding reingucken. Wir haben uns da rausgelassen, das muss ja irgendwas bringen. Okay, scheiß Münze. Also für irgendwas wird die Münze bestimmt gut sein, aber gerade nervt sie mich nur, dass sie bling macht. So, wir gehen hier längs. Ein paar Dinge ein. Wir gehen erstmal hier oben längs, also bevor wir die Treppe hochgehen. Und gucken, ob wir irgendwas hier verpassen vielleicht. Okay. So ein Obst, dreimal Obst, oder was ist das? Hier ist tatsächlich irgendwas, was runtergeht. Ah, okay. Hier ist ein Schalter, den können wir benutzen. Machen wir mal. Das sieht aus wie eine Abkürzung oder so, ne? Perfekte Abkürzung. Hier können wir mich direkt einmal speichern. Ja, aber das soll es auch gewesen sein für heute. Vielen Dank fürs Zuschauen. Hoffe, ihr seid bei der nächsten Folge dabei. Und ja, bis dahin. Tschüss.